Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. Ja, hier seht ihr mein altes Garagentor. Das ist recht klein. Nun ist es so, ich habe hier ein Auto stehen, da ein Auto stehen und beide Autos sollen in die Garage rein. Deshalb, soll dieser ganze Bereich hier auch noch rausgenommen werden und es soll dann eben ein größeres Garagentor eingesetzt werden. Und genau das möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie das Ganze Schritt für Schritt passiert. So, hier seht ihr jetzt noch den Ist-Zustand, wie es aktuell ist. Ein kleines Tor ist reingebaut und hier, wie gesagt, diese ganze Wand soll entsprechend hier rausgenommen werden. Dann wird das Tor herausgebaut und es wird dann ein großes Tor eingebaut, dass es uns dann möglich ist, mit beiden Fahrzeugen hier in diese Garage reinzufahren. Ihr seht ja, dass die Garage recht groß ist. Leider hat der Vorbesitzer damals, aus welchen Gründen auch immer, nur so ein kleines Tor reingebaut. Das müssen wir jetzt korrigieren. Ist ein recht teurer Spaß. Muss ich auch machen lassen, kann ich nicht selbst machen. Das Problem ist einfach, ich habe das Werkzeug nicht. Ich habe bei sowas einfach die Erfahrung nicht und deshalb lasse ich da die Fachleute heran. Ja, vorab hat man hier schon mal so ein bisschen die Wand aufgemacht, um einfach mal zu schauen, wie weit hier der Träger durchgeht. Der geht nur her. Bis hier. Hier sieht man schon, dass er nicht mehr weitergeht dann. Und deshalb wird eins gemacht. Diese Wand muss dann abgestützt werden. Und dann muss hinterher ein Stahlträger eingebracht werden, dass das Ganze hält. Und dann wird hier auch dieser Bereich rausgenommen und eben ein Tor reingebaut. So, hier seht ihr nochmal die Außenansicht. Und das ist hier im Prinzip die ganze Klinkerwand, die dann weg soll. Und es ist so, dass das, was oben drüber ist, das soll stehen bleiben, das soll gar nicht runterfallen, das soll alles abgestützt werden. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Und die Bretter kommen dann auch noch weg, da kommen neue Fenster rein. Das ist also das, was passiert. Und morgen geht's los. Ich bin dann mal gespannt, wie lange das Ganze dauert, wie das gemacht wird und wie es dann vor allem hinterher aussieht und ob alles glatt läuft. So, die ersten Arbeitsschritte sind bereits ausgeführt worden. Das heißt, das Garagentor ist einmal demontiert worden. Dann wurde schon einmal auf der rechten Seite und auch auf der linken Seite hier ein Schlitz nach oben gemacht. Und morgen geht es dann dabei, dass das Ganze auch dann in diese Richtung hier weggeschlitzt wird. Und dafür sind dann hier auch schon die Stahlträger heute angeliefert worden. Und dann wird natürlich auch hier oben auch noch ein bisschen was weggenommen. Ja, hier kann man die Schlitze einmal von der Innenseite sehen. Da sieht man ganz gut, dass die einmal komplett durch das Mauerwerk durchgehen. So, der Stahlträger ist hier eingesetzt worden. Zumindest der erste. Nämlich der für das Protonmauerwerk. Man kann ja auch sehen, das Ganze ist jetzt noch abgestützt. So, jetzt gehen wir nochmal nach draußen. Hier liegt jetzt noch der zweite Stahlträger, der dann für die Klinkerwand ist, die jetzt momentan auch noch hier von den Stützen gestützt wird. Aber da kommt dann auch noch dieser Stahlträger rein und fängt dann eben diese Wand ab, damit die hier nicht runterkommt. Und dann wird das Ganze hier weiter rausgenommen und dann haben wir die Lücke, wo dann hinterher das Tor eingebaut werden kann. So, der nächste Stahlträger, der ist jetzt auch eingebaut worden. Hier kann man es ganz schön sehen. Ja, einer für das Mauerwerk und einer für den Klinkerstein. Die nächsten Arbeitsschritte werden jetzt sein, dass das Ganze dann hier verputzt wird. Und hier, wo die offenen Klinkersteine sind, wird dann natürlich auch wieder verklinkert. Dafür haben wir noch ein paar Klinkersteine übrig. Und gut, dass man da mal Reserve hat. Und jetzt braucht man sie. So, jetzt sind die Rohbauarbeiten sozusagen erledigt. Es wurde drinnen auch schon verputzt. Ja, jetzt kommen, wie ich das erwähnt hatte, an der Außenseite dann die Aluverschalungen dran. Und auch hier, die müssen erstmal produziert werden oder gefertigt werden. Und dann wird das Tor eingebaut. Ja, ihr seht, mein Garagentor ist fertig eingebaut,
auch die Aluverschalung wurde jetzt hier am Rand vorgenommen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit, zeige euch das Ganze mal und erzähle noch mal ein bisschen dazu. Natürlich muss ich hier noch aufräumen. Ja, so sieht das jetzt hier im Prinzip aus. Steuern kann ich das Tor mit so einem Handmelder hier und der Fernbedienung. Was ich in Eigenleistung noch machen musste, ist natürlich hier die Hofeinfahrt ein bisschen pflastern. Das war klar. Ganz interessant ist natürlich auch mal, was kostet so ein Spaß. Ja, ein solches Tor, wenn ihr das einbauen lasst, dann müsst ihr so Pi mal Daumen mit ungefähr 5000 Euro rechnen. Wenn ihr also schon die Öffnung entsprechend gegeben habt und ein solches breites Tor haben wollt, das hier ist jetzt über 5 Meter breit. Teuer war es, diese Stahlträger reinzusetzen, den Sturz zu machen und auch das ganze Gebäude entsprechend abzustützen. Es waren hier sehr, sehr viele Handwerker oder auch Firmen beteiligt. Ich brauchte einen Statiker, ich brauchte eine Firma, die den Durchbruch schneidet. Ich brauchte eine Firma, die die Stahlträger einsetzt. Ich brauchte eine Firma, die das Tor einbaut. Und letztendlich hatte der Statiker festgestellt, dass hier am Dach noch Verstärkungen vorgenommen werden mussten, aufgrund dieses größeren Torausschnittes jetzt. Das Dach war leider nicht ganz ordnungsgemäß gebaut worden damals. Das konnte er mir ganz sachlich auch erklären anhand der Bauzeichnung. Da konnte selbst ich als nicht Statiker erkennen, dass da was nicht stimmt. Das mussten wir in Ordnung bringen. Und so kommt man dann auf eine komplette Summe ungefähr, müsst ihr rechnen zwischen 15.000 und 20.000 Euro, je nachdem, was ihr selber macht, wenn ihr sowas vornehmen wollt. Das teuerste war, wie gesagt, die Dachreparatur einmal, die ist richtig reingegangen und eben auch im Prinzip dann diese Öffnung. Man kann das alles so dritteln, dass man sagt, ein Drittel ging fürs Drachtauf, ein Drittel fürs Tor, ein Drittel für die Öffnung. Und dann hat man natürlich noch so ein paar extra Wünsche, die man sich dann selbst erfüllt, wenn man dran ist. Dann macht man sich ein paar Beleuchtungen neu, die Hofeinfahrt da so ein bisschen pflastern. Dann sind noch andere Sachen dazugekommen, wie eine neue Tür einzubauen. Dann sind hier neue Fenster reingekommen. Vorher waren da einfach nur Bretter davor. Das sah nicht schön aus. Die Alternative, das Ganze zuzumauern, hätte mir auch nicht gefallen, weil ich einfach einen Unterschied gesehen hätte vom Klinkerstein, vom Brand her. Der hier ist schon ein bisschen ausgeblichen von der Sonne und den selben Farbton, den bekommt man so dann nicht mehr hundertprozentig. Und auch der Sturz, der hier gemauert ist, der hätte so drin bleiben müssen. Das heißt, man hätte auch Unterschiede im Mauerwerk schon gehabt, das hätte mir nicht gefallen. Deshalb habe ich mich hier dann eben für Fenster entschieden. Und so kam ich dann letztendlich auf diese komplette Summe. Lange habe ich darauf sozusagen hinarbeiten müssen, sparen müssen auch. Und jetzt bin ich doch sehr zufrieden mit dem Ergebnis und werde endlich die Fahrzeuge dann auch entsprechend in der Garage parken können. Nicht ganz billig der Spaß, muss ich mich erstmal auch ein bisschen von erholen. War eigentlich auch viel, viel früher geplant, das zu machen, aber als mir dann erstmal bewusst wurde, was das kostet, hat sich das Ganze doch nochmal verschoben. Etliche Jahre, muss ich dazu sagen. Und jetzt ist es soweit. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein paar Antworten geben, falls ihr ein ähnliches Projekt plant. Wenn ja und euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich auch kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr weitere Videos von mir. Meistens dann Videos, wo ich was selber mache. Hier, wie gesagt, hat mir das handwerkliche Geschick und das ganze Wissen gefehlt. Ich sage in diesem Sinne, euer Mac Maverick.